Bei der Entstehung von chronischen Erkrankungen wird häufig der glykämische Index oder die glykämische Last betrachtet und Ernährungsempfehlungen von, sage ich mal, dubiosen Ernährungsberatern, die anscheinend einfach nur schnell machen wollten, um den eine Urkunde oder einen Zettel an die Wand zu machen und entsprechend die Patienten zu beeindrucken. Diese Menschen wenden auch heute noch einfach bedenkenlos die sogenannten Glückstabellen an. Und sehr viele Menschen, die eben was eine gesunde Ernährung angeht, verunsichert sind, sind vor lauter Fachbegriffen und Diplom- und Doktortitel an der Wand so beeindruckt, dass sie dann einfach das umsetzen, was der Ernährungsberater, der Doktor oder die Ernährungsberaterin oder die Doktorin dann sagt. Aber was ist Glücks eigentlich und warum ist das weit weniger relevant als der Food-Insulin-Index, der die direkte Auswirkung verschiedener Lebensmittel auf den Insulinspiegel berücksichtigt? Also der glykämische Index beschreibt lediglich die Blutzuckerwirkung der Kohlenhydrate in einem Lebensmittel. Was passiert mit dem Blutzucker in den ersten 2 Stunden nach Einnahme eines Lebensmittels? Und zwar nicht, was passiert, wenn ich 100 Gramm Nudeln esse und was passiert, wenn ich 100 Gramm Steak esse, so wie es für uns Verbraucher ja sinnvoll wäre, sondern dieser Wert, dieser glykämische Index ist rein theoretisch, denn er beschreibt nur, was passiert mit dem Kohlenhydratanteil in den Lebensmitteln. Dann kommen dann solche irrsinnigen Empfehlungen heraus, dass man Möhren meiden sollte, dass sie einen hohen glykämischen Index haben. Ja, der Kohlenhydratanteil in Möhren und der in Nudeln hat dieselbe Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Aber während ich 800 Gramm Möhren essen muss, um auch den absolut gleichen Blutzuckeranstieg zu generieren, so muss ich lediglich 100 Gramm Baguette essen. Der glykämische Index ist also vereinfacht gesagt für uns Verbraucher nur Müll und allenfalls für Biochemiker relevant. Das hat man bis auf eben etwaige Ernährungsberater dann auch mehr oder weniger schnell erkannt und hat die glykämische Last eingeführt. Dies ist dann eben das Produkt des glykämischen Index mit der Portionsgröße dividiert durch 100. Soweit so gut, aber leider ist für eine wirklich evidenzbasierte Aussage als eine unbestreitbare Wahrheit, auch nach Ansicht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, eine Aussagekräftigkeit nicht mit harten Fakten, sprich ausreichend signifikanten Studien belegt. Das bedeutet, die Werte der glykämischen Last für ein Lebensmittel sind ebenfalls allenfalls ein Anhaltspunkt für die Betrachtung des Insulinspiegels. Und warum? Das liegt auf der Hand, da die glykämische Last lediglich die Kohlenhydrate eines Lebensmittels betrachtet. Lebensmittel bestehen aber immer aus verschiedenen Makronährstoffen, ne? Aus einer Kombination aus diesen 3 Makronährstoffen, Fette, Kohlenhydrate und Protein. Denn genau wie das Insulin für die Aufnahme von Zucker, also Kohlenhydrate, in die Zelle wichtig ist, so ist Insulin ebenso für die Aufnahme von Aminosäuren wichtig. Das bedeutet, die Insulinausschüttung im Körper ist an die Kohlenhydrate und die Proteinzufuhr gekoppelt. Daher gibt es jetzt auch diesen Food-Insulin-Index, der eben auch die Proteine mit inkludiert. Genau wie bei den Kohlenhydraten gibt es schnell und weniger schnell im Blut anflutende Proteine. Tierisches Protein gehört zu den schnell anflutenden Proteinen, die eben auch einen besonders hohen Insulinanstieg auslösen. Dazu kommt, dass tierisches Protein noch einen hohen Anteil an Leucin und Glutamin, die noch eine besonders hohe Insulinausschüttung nach sich ziehen haben. Um mal die Dimension aufzuzeigen, lohnt es sich in der bekannten EPIC-Studie nachzulesen. Das Risiko für Diabetes, was ja in den Köpfen vieler Ernährungsberater die Krankheit ist, wo man besonders auf den glykämischen Index oder die glykämische Last achten sollte, das steigt bei einer hohen glykämischen Last. Das Risiko an Diabetes zu erkranken um 27% an, ist relevant, deswegen schauen auch die Ernährungsberater drauf. Aber das Risiko an Diabetes zu erkranken führte bei einem Konsum von tierischem Protein zu einer Erhöhung von 118%. Aber Ernährungsberater in ganz Deutschland wissen sofort, was glykämischer Index ist. Aber was der Food-Insulin-Index ist, da sind sie total überfordert, obwohl das wirklich relevant ist und die Lebensmittel komplett beurteilt. So werden von Ernährungsberater Lebensmittel verurteilt, weil sie eine hohe glykämische Last haben. So, und die mit einer niedrigen glykämischen Last werden empfohlen, obwohl diese einen hohen Food-Insulin-Index
Index haben. Und das ist so irrsinnig. Da müsst ihr selber aufpassen. Das ist in Deutschland so. Ihr kriegt einen Schein an die Wand, wenn ihr gut reproduzieren könnt. Wenn ihr also Wissen aufnehmt und wie ein, ich will niemanden diskriminieren, aber ich sag einfach mal, wie ein Affe wieder reproduzieren könnt. Dann kriegt ihr eine 1, dann kriegt ihr einen Schein, dann könnt ihr an der Wand hängen, dann kommt der Patient und sagt, hey, der hat einen Schein, der weiß es, der hat's drauf. Das ist Deutschland. Ne? Also, was wirklich an Insulin ausgeschüttet wird und entsprechend krankheitsrelevant ist, das ist im Food Insulin Index enthalten. Ne? Und nicht nur, wie sich der Blutzucker verhält in dem Moment. In der bisher umfangreichsten Untersuchung der Effekten von Lebensmitteln auf die Insulinsekretion von 2011 kam man unter anderem auch zu folgendem Ergebnis. Man hat ein veganes Gericht, Nudeln mit Linsen, mit einem Klassiker, Steak mit Kartoffeln verglichen. Nudeln und Linsen auf der einen Seite, Steak mit Kartoffeln. Beides mit derselben Energiemenge. Lass mich lügen, ich glaube es waren 2000 Kilojoule. Während Nudeln mit Linsen einen Food-Insulin-Index haben, also das, also wirklich von der Nahrung ausgeschüttete Insulin von 45 und das bei 63 Gramm Kohlenhydrat und 27 Gramm Protein, hatte Steak mit Kartoffeln, obwohl weit mehr Proteine, nämlich 52 Gramm Protein und 40 Gramm Kohlenhydrate, einen fast doppelt so hohen Food-Insulin-Index, nämlich 88. Der glykämische Index und die glykämische Last sind Relikte einer alten Zeit und damit auch ja, das Ende dieser Angst vor Kohlenhydraten. Denn wenn man zum Ernährungsberater heute geht und diese beiden Gerichte sagt, Linsen mit Nudeln und Steak mit Kartoffeln, werden die meisten Ernährungsberater sagen, bei Diabetesgefahr, Diabetes, lieber Steak essen, ne? Niedrigere glykämische Last. Aber genau das ist das Falsche und das müsst ihr euch vor Augen halten. Aber das ist das gängige Wissen bei uns in Deutschland. Genau deshalb gibt es auch dieses Videos. Gerade bei Diabetes heißt es vor allem tierische Proteine zu meiden und, ja, und nicht Kohlenhydrate. Gerade pflanzliche Lebensmittel haben sehr wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe, die, wie ich glaube im Apfelvideo, wie ich da anhand von Studien gezeigt habe, ich verlinke euch das mal oben, ich glaube es war in den Videos, bei über 1000 Videos von mir weiß ich nicht mehr ganz, wo ich welche Studie gepostet habe, aber ich glaube das war in dem Apfelvideo, diese sekundären Pflanzenstoffe, wo gezeigt wurde, dass sie gerade für Diabetes positive Effekte haben, ja, und diese Effekte des Blutzuckeranstiegs, diese negativen Effekte quasi egalisieren konnte und noch positiv sein konnte für die Lebenserwartung oder Mortalität. Wie gesagt, Studie, ich habe oben im Apfelvideo. Ich hoffe, ich konnte euch etwas, ja, wieder Klarheit und auch Aktualität in die Ernährungsdiskussion bringen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine positive Rückmeldung per Daumen oder eben per Kommentar. Alles Liebe, bis morgen, tschüss.